something happening here. What it is ain't exactly clear. Hallo und herzlich willkommen auf dem PSG Review Kanal. Viele von euch haben sich ja auch mal was anderes gewünscht als Zweiter Weltkrieg und jetzt auch Erster Weltkrieg, und deshalb stellen wir euch heute mal den US-Vietnam-Soldaten vor. Und dann würde ich sagen, übergebe ich Eike mal das Wort, weil der kennt sich da am besten aus. Ja, hallo. Ich stelle einen Second Lieutenant da, back in the field, frisch von der Schule, mit Ring, Offizierslehrgang, so wie er ungefähr in Südvietnam rumgelaufen ist. 25. Infanteriedivision, wie man hier auf dem Patch erkennen kann. Die befand sich im Bereich Ho Chi, Saigon. Saigon, die Hauptstadt damals von Südvietnam. Und mehr braucht man dazu eigentlich nicht sagen, zu der Historie. Die Waffe ist das M16, hier noch mit Dreizack. 20er Magazin. Die 30er Magazine gab es auch, die kamen aber erst später zum Ende des Kriegs raus, wurden aber fast nur an Spezialeinheiten wie Lerps oder Rangers ausgegeben. An den Füßen, fangen wir unten an, trägt er die Tropical Combat Boots in der dritten Variante. Einmal drehen mit Ranger Sohle. Hier gibt es noch andere Sohlen. Dann die Hose, Tropical Combat Pants, auch dritte Variante in Poplin. Die Jacke ist jetzt hier noch nicht ganz zu erkennen. Auch dritte Variante, Tropical Combat Uniform. Und dann die Ausrüstung, die Webbing Gear. Der ganz normale Belt, der Pistol Belt. Kleine Magazintaschen für die M16 Magazine. Die kleinen. Die großen Magazintaschen, wer die kennt, die sind ursprünglich von der M14. Da waren die 20er Magazine der M14 im Kaliber 7,62 NATO drin. Gehen wir hier weiter. Hier ist die Magazintasche für den Colt 1911. Feldflaschentasche. Andere Seite. Der Holster selber mit dem Colt. Und wieder Feldflaschentasche. Hier hinten das Buttpack, wo die Ausrüstung, die der Soldat, die er im Feld braucht, benötigt, verstauen kann. Dann hier der Bandolier, in dem befinden sich auch die 20er Magazine. Und dann hier oben First Aid Pouch, kann genutzt werden für First Aid oder auch für den Kompass. Ich benutze es für einen Medipack der US Army. Die sind fast identisch wie die der Bundeswehr. Also man kann auch die der Bundeswehr nehmen. Falls man so eine Ausrüstung machen will, packt man die der Bundeswehr rein, passt perfekt. Vielleicht noch die Farbe ein bisschen und das Datum runterkratzen, fällt dann sonst nicht weiter auf. Ansonsten, das T-Shirt, was drunter getragen wird, ist in dieser Form ganz wichtig, immer olivgrün zu tragen. In den ersten Formen oder auch wenn man OG 107 trägt, was am Anfang des Krieges getragen wird, zu Eisenhower und Kennedy Zeiten, ist ein weißes T-Shirt. Darauf achten, schmaler Rand und nicht so ein breiter Rand wie das hier. Alten Bundeswehr T-Shirts, Oliv, geht auch. Dann auf dem Helm, hier oben auf dem Kopf, das ist der M1 Helm. Gleiche Modell wie Zweiter Weltkrieg, nur mit dem Mitchell Helm Liner drauf. Hier markant für die Vietnamzeit, Zigarettenpackungen, Streichholzpackungen, das Helmgummi, der Mitchell Helm Bezug, Innenleben kann man auch auseinandernehmen. Gleiche wie beim Zweiten Weltkrieg, nur OD Green, so wird das genannt, Olivgrün, anstatt dieses Beige Khaki. Von innen nochmal. Da kann man frei wählen. Man kann auch als kleinen Tipp, wer es haben möchte, den dänischen Helm nehmen. Es gibt alte dänische M1 Helme. Dann kann man, wie Adam das zum Beispiel macht, umlackieren. Die Farben kann man überall kaufen in den Militaria Shops und kann den zum M1 US Helm Vietnam Style umlackieren. Des Weiteren eine dienstlich gelieferte Uhr. Am NATO-Band, NATO-Strap. Und nochmal für die, die es interessiert, den Abschlussring einer Militärakademie für Offiziere. So wurde er auch ausgegeben. Dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Und falls Fragen kommen zu Vietnam, kann man mich gerne auch auf dem Discord-Server anschreiben. Dort bin ich unter Eike. Und dann wünsche ich noch einen schönen Tag.